Wir beginnen mit Max Schweder und der Shortcut heißt All Your Base, digitale Kunst, mobil, hybrid und barrierearm. Max Schweder ist Musiker, Performer und Multimedia-Artist. Er hat am Art-EZ-Konservatorium in Arnhem und der Hochschule für Musik und Tanz Köln Jazz-Saxophon und Musikproduktion studiert. Aktuell arbeitet er für die internationale, inklusive und interdisziplinäre Performing Arts Company Unlabel und veröffentlicht als Strange Attractor seine Musik und realisiert reaktive audiovisuelle Kunstprojekte. Das hört sich jetzt alles total abstrakt an, aber wir schauen gleich mal rein, denn eines dieser Kunstprojekte hat er zusammen mit Dr. Tobias Hartmann heute hier aufgebaut. Die beiden bilden das Duo Silvester und ich bin sehr gespannt, was wir jetzt zu sehen bekommen und zu hören. Hier herzlich willkommen, Max Schweder. Hallo, mein Name ist Max Schweder und ich bin Musiker. Ich bin circa 1,93 groß, habe einen kahlgeschorenen Kopf und trage einen Bart. Seit längerem beschäftige ich mich damit, Musik und Klang zugänglicher zu machen. Ich entwickle und programmiere Klangvisualisierungen, die mit Musik die Musik und Klang in Bilder umwandeln. Die Bilder reagieren also auf Klang oder werden durch den Klang gezeichnet. So wie jetzt hinter mir an der Wand meine Stimme in Licht umgewandelt wird. Seit 220 Tagen erstelle ich jeden Tag mindestens eine kleine Visualisierung, um zu lernen, wie meine Visualisierungen klarer, nachvollziehbarer und schöner werden können. Ich mache also digitale Kunst. Digitale Kunst findet im Computer statt und wird auch im Computer gezeigt. Nicht alle Menschen haben aber Zugang zu einem Computer oder können gut mit einem Computer umgehen. Digitale Kunst hat also eine eingebaute Barriere. Wie kann man diese Barriere abbauen? Mein Kollege Tobias Hartmann und ich haben uns dafür All Your Base ausgedacht. All Your Base ist eine mobile Plattform für spontane digitale Kunst im öffentlichen Raum. Mit All Your Base können digitale Künstlerinnen ihre Werke mobil machen und sie im öffentlichen Raum entwickeln und präsentieren. Digitale Kunst kann damit sozusagen aus ihrem Käfig, dem Computer, befreit werden. Bauen konnten wir All Your Base gemeinsam mit unserem Projektpartner Urbanana. All Your Base steht jetzt gerade vor mir, ist ein Handwagen, auf dem ein sehr heller Projektor und ein sehr schneller Computer verbaut sind. Außerdem sind kabellose LED-Strahler Teil von All Your Base, die beliebig am Einsatzort genutzt werden können. All Your Base hat eine mobile Internetverbindung, mit der Sie an unserer Online-Plattform, die Webseite www.allyourbase.art, angeschlossen ist. Über die Online-Plattform können BesucherInnen, PassantInnen und ZuschauerInnen über ihr Smartphone mit der digitalen Kunst interagieren und beispielsweise Farben einstellen und oder die erzeugten Klänge über einen Livestream hören. Zusätzlich ist eine 3D-Kamera Teil von All Your Base. Mit den Daten, die diese Kamera liefert, können Bewegungen und Positionen der BesucherInnen in Klänge übersetzt oder ebenfalls für Visualisierungen genutzt werden. Jetzt gerade hinter mir werden meine Bewegungen in bunte Wölkchen übersetzt. Trotzdem, dass sie so viele Bauteile hat, ist All Your Base so gebaut, dass sie von einer einzelnen Person gezogen und aufgebaut werden kann. Die Plattform All Your Base ist also ein Werkzeug für digitale Kunst. Wir, Silvester, das sind Dr. Tobias Hartmann und ich, wünschen uns, dass außer uns selbst auch andere Menschen All Your Base als mobiles Labor für digitale Kunst nutzen können. Darum geben wir All Your Base auf Anfrage an KünstlerInnen weiter, wenn sie mit den Möglichkeiten von All Your Base ihre eigenen künstlerischen Ideen im öffentlichen Raum entwickeln und umsetzen möchten. Um All Your Base für eure Projekte anzufragen, geht bitte auf www.allyourbase.art und schickt uns eine kleine Projektskizze, dann melden wir uns gerne bei euch. Ein Beispiel für so ein Projekt möchte ich euch nun vorstellen. Ich habe meinen Kollegen Eike Kauli gefragt, wie er sich vorstellen könnte, Klangvisualisierungen mit All Your Base einzusetzen. Wir arbeiten gerade zusammen an einer Performance. Er ist tauber Gebärdensprachpoet
wie wir Künstler und Performer. Ich sehe das so. Normalerweise wird bei Musik immer nur der Text gebärdensprachlich wiedergegeben. Man könnte aber auch Visualisierungen nutzen, die der Musik entsprechen. Hörende Menschen bekommen schließlich auch Text und Musik. Taube Menschen bekommen nur den Text. Beide Ebenen zusammen, Visuals und Text, können taubes Publikum inspirieren und fesseln. Solche Kombinationen würde ich gern ausprobieren und erforschen. Ike konnte heute leider nicht dabei sein, deswegen habe ich ihn vor dieser Präsentation interviewt. Und das war gerade ein kleiner Videoausschnitt, bei dem er selber gesprochen hat. Wenn Sie All Your Bass bei einer Veranstaltung einsetzen möchten, Sie selbst aber keine digitale Kunst machen, haben wir mittlerweile zum Glück ein weites Netzwerk an DigitalkünstlerInnen und wir können Sie dann gerne mit jemandem zusammenbringen, der dann für Sie eine Visualisierung mit All Your Bass entwickeln kann. Noch eine kleine Inspiration zum Schluss. Mein schönster Moment mit All Your Bass bisher war beim CityLeaks Festival in Köln, bei dem wir All Your Bass zum ersten Mal öffentlich zeigen konnten. Dort tanzte plötzlich dieser kleine Junge und mit seinen Bewegungen steuerte er Klänge und bemalte die Wände mit Licht. Es gab keine Barriere mehr zwischen ihm und digitaler Kunst. Er wurde Teil des Kunstwerks. Und genau für solche Momente gibt es All Your Bass. Vielen Dank. Vielen Dank, Max. Ich war noch ganz gefesselt von dem kleinen Jungen. Super. Kommen Sie gerne zu mir rüber und Herr Hartmann, kommen Sie doch auch gerne dazu. Und auch nochmal an Sie, liebes Publikum, der Aufruf, schicken Sie uns Fragen zu All Your Bass in den Chat. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, noch kurz zusammen ins Gespräch zu gehen und wir freuen uns über Ihre Fragen. Wie kommt man auf die Idee, sowas zu entwickeln? Das ist ein längerer Prozess gewesen. Wir sind eigentlich, Tobias Hartmann und ich, wir sind eigentlich von Hause aus Musiker und Produzenten. Wir machen elektronische Musik. Und unser allererster Impuls vor, ich glaube, mittlerweile 5 oder 6 Jahren, war, dass wenn wir auf die Bühne gehen, wir haben eine Phalanx da von 4 Meter Geräten. Und das ist für die Zuschauer nicht sehr spannend. Es ist dann immer so eine Blackbox und viele denken dann, wir sind DJs und drücken einfach nur auf Plays. Jetzt kein Hate an DJs, aber das ist was anderes, als wenn man auf der Bühne Musik macht. Und wir sind beide auch Instrumentalisten, deswegen fehlt dann immer was. Da ist dann so ein kleiner Phantomschmerz. Und damals war dann der Gedanke, okay, wir übersetzen elektronische Musik erstmal in Visualisierung. Und daraus hat sich das dann entwickelt. Und in meiner Arbeit dann zum Beispiel mit Unlabel zusammen, habe ich dann gemerkt, dass einfach diese Übertragungen von einem Medium in das andere sehr wichtig sind. Und darüber ist dann zum Beispiel diese Idee entstanden. Und All Your Bass war dann die Konsequenz daraus, dass wir immer wieder dann Projekte gemacht haben und dann auch gemerkt haben, wir mögen gerne Installationen machen oder Visualisierungen machen, aber die finden eben halt nur im virtuellen Raum statt. Und es ist, weil wir auch dann immer wieder Konzerte geben, da gibt es dann immer wieder Knackpunkte und wir haben dann gemerkt, das ist einfach spannend, wenn wir das in die wirkliche Welt bringen können. Und so ist dann All Your Bass gedanklich entstanden. Ich komme ja selber aus dem Poetry Slam Bereich und ich habe gerade gedacht, vielleicht macht man das nicht nur mit Musik, sondern könnte mir das auch sehr gut mit Lyrik oder so vorstellen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also da gibt es auch immer wieder jetzt Ideen, besonders jetzt gerade zum Beispiel mit dem Projekt, das ich jetzt mit Al Kauli anfange. Mhm. Da geht es dann auch darum, seine Vivi-Künste wiederum zu visualisieren. Das ist dann so ein bisschen doppelt gemoppelt vom Thema her, weil das ist ja schon eine visuelle Kunst, dann nochmal visualisiert. Aber wir möchten gerne eben diese zweite Ebene noch dazu bringen. Also tatsächlich Musik übersetzen in Bilder, weil eben immer diese Ebene fehlt, wenn man als tauber Zuschauer oder als Gast da ist. Jetzt wurde das kurz angerissen im Vortrag, dass ich da quasi übers Internet selber drauf zugreifen kann auf All Your Bass. Vielleicht können Sie das noch mal ein bisschen genauer erklären. Wir kombinieren über eine Webseite allyourbass.art die
Interaktionsmöglichkeiten mit der digitalen Kunst. Dort sind dann Steuerungsmöglichkeiten vorhanden, einfach nur durchs Aufrufen von einem Weblink, und man kann auch Audio-Content-Deskriptionen zum Beispiel oder andere Sprachen einfach als Stream in Echtzeit hören. Ich glaube, ganz wichtig war an der Stelle auch nochmal, wenn die Zuhörer das gerade nicht mitbekommen haben, diese Niederschwelligkeit, dass es eben nicht darum geht, eine App runterzuladen, sondern dass wir es auf einer Webseite machen. Man geht auf die Webseite und man ist sofort in Interaktion mit dem Gerät oder mit der Kunst. Die Kunst ist natürlich immer nicht final, das hatte Tobias auch gerade erzählt, sondern es ist immer, All Your Base ist ein Laboratorium. Wir nehmen die Base mit in die Welt und dann kriegen wir immer sofort Instant Feedback, was funktioniert nicht. Und wir sind eigentlich immer da und stehen darum herum und basteln weiter und machen weiter. Und das, darum geht es. Ja, also da möchte ich auch nochmal drauf eingehen. So dieses, es ist einerseits digital und andererseits, wir nehmen es mit in die Welt. Wo ist All Your Base überall im Einsatz? Wir haben es jetzt gesehen in Köln, in der Innenstadt, aber wo ist es noch überall? Also wir haben es vorgestellt beim CityLeaks Festival in Köln. Da ist es auch in Kooperation mit dem CityLeaks Festival und Urbanana entstanden. Und in der nächsten Zeit, jetzt hier zum Beispiel, das ist der zweite Einsatz, da freuen wir uns sehr darüber, dass wir übrigens eingeladen worden sind. Vielen Dank dafür. Dann gibt es momentan ein paar Anfragen, zum Beispiel das Projekt BEMP von, hilf mir ganz kurz. Von Lara und Nils. Ich habe gerade leider einen kleinen Nachnamenhänger. Wir werden das nachreichen im Chat. Genau, da ist es jetzt gerade fest eingeplant. Und ansonsten, wie gesagt, ich hatte das eben kurz angesprochen, man kann All Your Base bei uns anfragen. Und wir freuen uns wirklich über Anfragen. Wir sagen, es sollten Menschen sein, die selbst Digitalkünstler sind, die das anfragen, oder zumindest Menschen, die Digitalkünstler werden möchten. Das heißt, man kann das auch über 2-3 Wochen sich mal leihen, das Gerät, und einfach mal Gas geben damit. Und dann muss man immer so ein bisschen schauen, wie viel Beratung, wie viel Unterstützung braucht man dann von unserer Seite. Wir möchten das immer so ein bisschen gering halten. Und wir nehmen dann so einen kleinen Obolus, damit das Gerät nicht irgendwie uns auf der Tasche liegt, sondern damit es instand gehalten werden kann. Aber wir sind kein Technikverleih, sondern das ist das Kunstprojekt All Your Base, mit dem man dann wiederum seine Kunst umsetzen kann. Wie groß ist das Gerät, wenn ich jetzt sage, ich möchte damit mal arbeiten? Ach, das ist das, was, ja, alles klar. Wir sehen es hier auf der Bühne. Ich weiß nicht, ob wir mal das ganze Bild zeigen können. Ist schon relativ groß, wenn man sich es mal ausleihen möchte. So. Das ist ein Handwagen, ungefähr 1,50 lang, 75 breit, besteht aus mehreren Cases. Man kann es zu zweit super problemlos aufbauen und transportieren. Es passt in einen Kombi und alleine kann man es sehr gut handhaben und damit rumfahren. Genau, also das war für uns das Allerwichtigste. Jetzt ist es auch im Stream zu sehen. Genau, man sieht hier den Beamer, der hat eben 12.000 Lumen, ist ein Laserbeamer, damit er nicht so anfällig ist. Wir haben einen Rechner. Es war gerade ist eine ganz komische Zeit, man kann keine Laptops kaufen, deswegen muss man den großen Rechner kaufen. Dann ist die Station, in der man die Lampen lädt, schon verbaut auf der Base. Dann haben wir einen kleinen Touchscreen verbaut. Oben sieht man gerade in weiß die Kinect-Kamera. Das ist diese 3D-Kamera, über die ich eben gesprochen habe. Genau, das Beast wiegt eine ganze Menge, aber es rollt sehr gut. Und es hat mittlerweile auch eine Bremse. Das ist aber Story of my life. Die ist nachträglich dazu gekommen. Wir haben gemerkt, wenn wir sie an den Straßenrand parken und sie ist so schwer, dann, wenn sie einmal losrollt, dann rollt sie. Und wir haben jetzt gerade schon den Ausschnitt von diesem Jungen gesehen, der, ich glaube, einfach drauf losgelegt hat. So, wie reagieren die Leute sonst auf All Your Base? Das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich. Wir haben immer wieder, wir hatten jetzt vorgestern hatten wir den Abschluss vom CityLeaks Festival. Und da ist zum Beispiel auch wieder eine Situation passiert, von der ich gerne erzählen möchte. Da war eine junge Frau, die saß immer abseits. Vorne spielten die Kinder wild herum. Und sie saß abseits, sah sich das so an, und ich habe dann über Ecken gehört, dass sie wohl ihrer Freundin erzählte, ich würde auch mich so gerne mal davor stellen und ich würde dann das und das und das machen. Und irgendwann, das hat wirklich lange gedauert, hat sie sich dann den Mut zusammengenommen und ist, und es war, die Base stand nur da rum, also sie war eine Installation, es war nichts Besonderes.
Und irgendwann hat sie sich dann den Mut gefasst und hat sich da vorgestellt. Und das war dann ihr Performance-Moment. Da ist uns auch nochmal gewahr geworden, dass sobald wir die Base irgendwo hinstellen, plötzlich entsteht da eine Bühne. Und es gibt Menschen, die sind das gewohnt, es gibt Menschen, die sind das nicht so gewohnt. Und das war zum Beispiel ein schöner Moment. Wir haben jetzt hier aus dem Chat noch einen Hinweis und eine Anregung. Vielen Dank, das ist ein super schönes Projekt. Wir haben im Netzwerk Frauen und Mädchen mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen, NRW, eine ganze Reihe von Frauen, die gar kein Englisch sprechen und deshalb oft ausgeschlossen sind. Es wäre toll, wenn ihr für diese Frauen einen verständlicheren Namen fändet. Ich fände es spannend, mit All Your Base ein Projekt zur Sichtbarkeit von Frauen mit auch unsichtbarer Behinderung im öffentlichen Raum zu machen. Eine super Idee von euch. Dankeschön für diese Anregung und diese Kritik. Willst du das kurz erzählen? Ja, danke schön. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil über den Namen diskutieren wir tatsächlich selber viel. Der ist jetzt noch aus der Entstehungsphase da und es ist basierend auf dem Internet-Meme All Your Base eines der ersten Phänomene, die sich im Internet verbreitet haben. Und das ist in dieser Coding- und Digital-Art-Community, nenne ich es mal, kennt man das eher, weil es ist einfach nicht zugänglich für eine, ne, für auch andere Kultur- oder Menschenkreise. Und die Sprache, macht man die Webseite Englisch, Deutsch, ist es tatsächlich ein Work in Progress und wir haben die noch nicht mehrsprachig aufgesetzt, deswegen auch vielen Dank nochmal für den Hinweis und solche Feedbacks sind auch sehr hilfreich für die ganzen Kontaktformulare und grundsätzlich für das Projekt. Also man hat wirklich auch vor Ort immer eine Austauschsituation über diese Bühnensituation und genau diese Momente sind für uns auch als Künstler tatsächlich das Wertvollste, dass man über genau diese Phänomene direkt in so Diskurse gerät und da dran bleibt. Haben wir ja jetzt gleich auch schon eine Idee, die wir hier an die Öffentlichkeit rausgeben können. Also wer genau eine Idee hat, um Frauen mit auch unsichtbarer Behinderung irgendwie dieses Thema darauf aufmerksam zu machen mit All Your Base, kann sich dann an euch wenden. Ja. Vielleicht sagt ihr nochmal, du hast es vorhin beim Vortrag kurz gesagt, wie das genau funktioniert, wenn ich damit arbeiten möchte. Genau. Also erstmal nochmal vielen Dank für den Hinweis und die also Namen, sehr gerne Namenstipps. Alles außer Beamer-Bollerwagen, weil da sind wir schon und das klang nicht gut. Deswegen sind wir dann doch bei All Your Base geblieben. Aber rein von der Nutzenerklärung wäre es ein Beamer-Bollerwagen. Genau, wie kann man zu uns Kontakt aufnehmen? Zu uns kann man Kontakt aufnehmen über www.allyourbase.art. Da gibt es dann ein kleines Feld All Your Base for You und da kann man dann Kontakt zu uns aufnehmen. Alternativ, wir sind die Band Silvester, man kann uns auch gerne kontaktieren über www.silvester.com und da findet man alle wichtigen Informationen. Sehr gut, dann schließe ich mich hier noch einem Hinweis an. Sehr spannend, vielen Dank, tolle Idee, Dankeschön, alle Sachen aus dem Chat, alle sind ganz begeistert und hier schreibt jemand, ich würde so gerne mal mit dem Rollstuhl davor performen. Tolles Projekt. Gab es das schon? Wahrscheinlich. Gab es schon. Ja. Wir hatten jetzt auch am Wochenende bei der Abschlussveranstaltung gab es eine kleine Zirkuspräsentation. Da hat schon jemand in Krücken davor getanzt. Rollstuhl, gar kein Problem. Also sehr gerne. Und gerne einfach mal anfragen, auch wenn es Ideen zum Beispiel besonders bei Tanzperformances oder sowas gibt, wo man mal was ausprobieren möchte und mal in die digitale Welt mit eintauchen möchte. Sehr gerne. Und wir versuchen, solche Sachen möglich zu machen, ja. Vielen Dank Silvester, Dr. Tobias Hartmann und Max Schweder. Danke, dass ihr heute da wart und uns All Your Base vorgestellt habt. Danke.